ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen VfL Bochum. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Professionell, erfolgreich, überragend. Das sind die Bayern. Sind sie auch mitreißend für dich, Buschi? Ach, ich finde schon. Natürlich ist der Verein jetzt nicht so bodenständig wie manch anderer Club. Aber ich glaube, auf dem Niveau, auf diesem Weltklasse-Level, da geht es gar nicht anders. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthijs de Ligt spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Kingsley Coman steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und im Angriff versuchen sie es in dieser Begegnung mit drei Stürmern. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, los geht's. Anstoß Bayern. Musiala. Machen Sie gut, geduldiger Spielaufbau. Ah, auf den ist einfach Verlass. Die Frage ist, wer könnte denn heute ganz besonders auftrumpfen in dieser Partie? Kingsley Coman ist da ein Name, den man nennen muss. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Coman. Schön durchgesetzt. Der Ball geht auf Müller. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Coman. Den Ball holt er, gut verteidigt. Stöger. Thomas Müller. Vielleicht die Führung jetzt. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Musiala. Joao Cancelo. So, rüber, auf die andere Seite. Nur Müller. Das könnte die Chance werden. Steilpass von Kimmich. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Bayern bekommt die Ecke, bekommt also die Chance, hier auf 2 Tore Vorsprung zu erhöhen. Ecke kommt rein. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer.
Coman. Sie verlieren hier den Ball. Takuma Asano. Janko. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Nur Müller. Komm an. Tolles Zuspiel. Defensiv machen sie es gut. Thomas Müller. Guter Pass. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit 2 Treffern in Führung. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar, ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Wenn es hier gleich in die Pause geht, dann gibt es für die Bayern wirklich allen Grund, zufrieden zu sein. Sie führt hier aktuell deutlich. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Es geht auf die andere Seite. Auf dem Flügel ist Platz für Bochum. Ganz stark. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Toller Pass. Hoffmann. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Jetzt die Chance. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Hier ist noch alles drin. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Kimmich. Joao Cancelo. Pavard. Ballbesitz Müller. Viel Übersicht bei diesem Pass. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Dayot Upamecano. Sané. Ballgewinn hier. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner hoher Ball. Gute Aktion.
Kevin Stöger. Chance auf den Ausgleich. Kein Grund zum Aufatmen. Weiter geht's. Weiter gefährlich. Viel Platz für den Konter jetzt. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. So, alle wieder beruhigen. Abseits. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Sané. Davis. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Coman! So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit zwei Treffern in Führung. Dann schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Heißt es also jetzt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Bisher ist das eine richtig gute Ballbesitzquote auf Seiten der Bayern. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Gutes Pressing jetzt. Hofmann. Pierre Kunde Malong. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Pavard. Regulär sind es noch 7 Minuten. Kimmich. Schönes Zuspiel. Und das war's. Das ist das Tor zum Sieg. Sie erhöhen weiter. Da passiert nichts mehr. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Und jetzt gibt es Einwurf. Sie wechseln aus. War kein guter Pass. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Benjamin Pavard. Er kann es machen. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend.